Moin, Opti. Moin. Ja, wichtigste Frage zuerst. Du kommst ja aus einer Verletzungspause. Wie fit fühlst du dich? Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Der Rücken ist auch gut. Bin ja beschwerdefrei, schmerzfrei. Konnte die letzten Tage gut trainieren und ja, fühle mich gut. Lass uns noch einen Satz zum Spiel in Mannheim verlieren. Da wurdest du ja eingewechselt, hast deinen Elfmeter auch später versenkt. Am Ende hat es trotzdem leider nicht gereicht, haben wir uns natürlich alle anders vorgestellt. Habt ihr es als Team schon verdaut, das Außenpokal? Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich immer bitter, rauszufliegen im Pokal, besonders in der ersten Runde. Wir haben uns da persönlich auch mehr erhofft. Ja, leider sind wir rausgeflogen, aber ja, wir haben es analysiert, die Fehler angesprochen, aber auch die guten Dinge angesprochen, die wir in dem Spiel gemacht haben. Und ja, wollen dann auf den guten Sachen aufbauen und das dann am Sonntag besser machen. In der Liga seid ihr ja noch ungeschlagen. Der erste Sieg steht allerdings noch aus. Wie bewertest du da die ersten beiden Spieltage? Ja, wir haben jeweils gegen gute Gegner gespielt. Waren, glaube ich, zwei gerechte Unentschieden. Ja, ich glaube schon, dass wir es in der Vorbereitung teilweise eventuell ein bisschen besser gemacht haben. Aber ja, wir bauen drauf auf, wollen jetzt am Sonntag dann hoffentlich die 3 Punkte holen und arbeiten jetzt im Training dafür. Das hast du ja schon gesagt, du bist wieder voll im Training. In den sozialen Netzwerken war auch viel zu lesen. Wann kommt Ochi endlich wieder? Viele hoffen auf deinen Torriecher. Hast eben sogar noch ein paar extra Torschussübungen gemacht. Meinst du, du kannst den Torriecher bald schon wieder unter Beweis stellen? Ich hoffe es zumindest. Ja, beim Torschusstraining gerade hat es eigentlich ganz gut geklappt. Hoffe natürlich auch, dass ich dann am Sonntag Minuten bekomme und dann der Mannschaft mit Toren helfen kann. Und, ja. Aber ich glaube, wichtiger sind, dass wir am Ende die 3 Punkte holen. Genau, du sprichst sonntags schon an. Mit Magdeburg wartet jetzt der nächste Aufsteiger nach Kaiserslautern. Erwartest du da ein ähnliches Spiel? Ich glaube, das wird von der Spielanlage komplett anders, weil schon Magdeburg darauf bedacht ist, viel Fußball zu spielen, viel hinten raus zu spielen, haben viele Zocker in der Mannschaft. Und ja, das wird dann eine harte Aufgabe. Ja, aber ich glaube, ich sehe uns gewappnet dafür. Die ersten 3 Punkte wären wichtig. Wie ist dein Gefühl? Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Ja, die Stimmung in der Mannschaft ist auch gut. Ja, wird fokussiert gearbeitet und ich glaube auch dann mit unseren Fans im Rücken ja, holen wir die 3 Punkte. Wenn du dir eine Schlagzeile aussuchen dürftest, welche wäre das nach dem Sonntag? Ja, überragendes Spiel von der KSV Holstein, am Ende mit 3 Punkten belohnt worden. Sehr gut, das wünschen wir uns auch. Ja, danke. Danke.